nicht, dass noch einmal so eine Sache sich wiederholt. Im Festsaal des Juridikums erhält die Plattform Gerechtigkeit für Serbane den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage. Die mir hier aufgetragen ist keine Ehrung im akademischen Sinne, so wie ich sie aus vielen Anlässen kenne, geradezu als Routine geschehen. Keine Würdigung vergangener Leistungen in der Erwartung, dass nun aber künftig Ruhe sein möge. Die Laudatio ist Dank für mutiges Engagement und ist Ansporn und Bitte um weiteres Tun. Danke im Namen aller, denen die Menschenrechte wichtig sind. Fast genau 2 Jahre nach Serbanis Tod beginnt der Strafprozess gegen 6 Polizeibeamte und 4 Sanitäter, darunter der Notarzt. Der Andrang ist erwartungsgemäß enorm. Die Polizei hat allem Anschein nach auch noch im Justizbereich das Sagen. Alle Personen, die in den Verhandlungssaal wollen, müssen sich vor dem Saaleingang erneut kontrollieren lassen. Ihre Ausweise werden kopiert. Wegen des großen öffentlichen Interesses finden einige Verhandlungen im großen Schwurgerichtssaal statt. Laut einem neuen Gutachten starb Serbani nicht an Herzversagen, sondern ist unter der Last der Einsatzkräfte erstickt. Gegen Ende des Prozesses ist die Präsenz der Polizei deutlich höher. Das Urteil. Von den 10 Angeklagten werden nur ein Polizist und der Notarzt zu je 7 Monaten bedingt verurteilt. Das ist Schande. Über das Urteil herrscht blankes Entsetzen unter den Prozessbeobachtern. Abgesehen von der an sich guten Prozessführung ist es wieder einmal nicht zu übersehen, dass unsere Gerichte gegenüber der Polizei eine Beißhemmung haben, wie so oft. Für diese Stadt. Das ist eine Verkommenheit der Rechtsstaatlichkeit, so dass es nicht richtig zu fassen ist. Dieses Urteil ist ein Freibrief, damit Sie weitermachen. Ich bitte euch, kurz zuzuhören. Ahmed F. aus dem Senegal im Jahr 99 gestorben. Markus Omofuma, Nigeria, 1999. Gestorben. Imre P., ein Österreicher aus Jugoslawien, im Jahr 2000. Gestorben. Binali F., ein Kurde, im Jahr 2000. Gestorben.
Sebani Wagwe aus Mauretanien im Jahre 2003 gestorben. Nicolae J. aus Rumänien im Jahr 2004 gestorben. Edwin Dupu aus Nigeria im Jahre 2004 gestorben. Yankuba Sise aus Nigeria, 18 Jahre alt, im Jahr 2004 gestorben. Und all diese Menschen sind unter Obhut der Polizei, der Sicherheitswache, Beamten, der Gesetze von Österreich, in der Obhut von Österreich gestorben. Und das kann nicht sein. Es reicht. Solche Urteile dürfen nicht mehr gesprochen werden. Also macht mal Lärm, wenn wir jetzt marschieren. Schaut, dass mehr Menschen zu uns stoßen und dass wir genug Lärm und Aufregung und wie auch immer Mayhem in dieses Land haben, damit sie wissen, je mehr Druck sie auf uns erzeugen, desto mehr wir nach einem Ventil suchen werden. Macht Lärm, Leute, alright? Gesehen, dass es eine Gewaltenteilung gibt und dass angeblich die Rechtsstaatlichkeit nur durch die Gewaltenteilung lebt. Wir haben aber auch gesehen, dass die Politik, die Exekutive und die Judikatur mit einer Stimme sprechen und die Verschiedenheiten und die notwendigen Trennungen nicht vorhanden sind. Sie haben sich in den jeweiligen Trennungen als eine einzige Gewalt gezeigt. Der Innenminister hat gesagt, diese Tötung von Sebani Wagwe sei ausbildungskonform gewesen. Daraufhin haben Polizisten untersucht und haben keine Anklage wegen Misshandlung erhoben, sondern nur die eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Umständen. Im Alibi-Urteil ist es wichtig, dass wir unsere Stimmen erheben. Es ist wichtig, dass wir Druck ausüben auf diese Politik, auf diese Justiz und vor allem auf diese Exekutive, dass sie wissen, dass wir gemeinsam mit ihnen marschieren, damit sie bessere Menschen werden. Einzelfälle. Ich habe am Anfang der Demonstration ein paar Namen erwähnt. Allesamt tragische Einzelfälle. Es sind zu viele tragische Einzelfälle. Zu viele! Ja, yeah. Ich sehe einige sicherheitswache Beamte hier lachen und lächeln. Und die finden nichts Besseres, als uns auszulachen. Wenn sie wissen, dass sie die Macht haben. Und es gibt diese Macht zu brechen. Es gibt Gesetze in diesem Land. Ja. Viele andere Menschen sterben. Und es gibt keine Kamera, die das aufzeichnet. Doch trotz der Beweise, trotz der Gutachten, die allesamt diese 10 Menschen die Schuld daran geben, dass Sebani gestorben ist, trotz all dieser Beweise passiert nichts. Und keiner weiß es. Zu viele! Zu viele! Yeah. Wir können uns an diesen Fall erinnern, so als Sebani Wagwe getötet wurde, am nächsten Tag, bevor irgendwas bekannt war, bevor irgendeine Untersuchung irgendwie eingeleitet wurde, hat der damalige Minister Strasser gesagt, ja, seine Minister hätten gesetzkonform gehandelt. Woher sollte er das wissen, dass
die Beamten gesetzkonform agiert hätten, wissen wir bis jetzt nicht. Dazwischen haben wir ein Verwaltungsurteil, das genau das Gegenteil behauptet. Und wir haben diese letzte Prozess. Also Minister tut gut daran, jetzt wieder die Ministerin Prokop, ist auch gleich, hat am Tag der Urteilsverkündung dann auch noch gesagt, volle Solidarität mit den Verurteilten, offenbar auch, zumindest mit dem einer war Beamte, der zweite war. Ja, die Loyalität über die Verurteilung hinaus, also praktisch kein kritisches Wort. Was ist seit dem Tod von Omofuma in Österreich passiert? Wenn wir zählen, es sind mehr als 6 Menschen gestorben. Was ist da passiert? Es gab Omofuma, wir haben gesagt, es darf nie mehr passieren. Es gab Ibique, es gab Edwin, es gab, wer gab noch unlängst noch von Sebane. Danke. Also es sind so viele Fälle und trotzdem passiert nichts. In Deutschland wurde eine Frau aus Senegal, die Mariam Ndiaye, sie wurde erschossen. Ja? In einer Familienangelegenheit ist die Polizei verständigt worden, sie wurde erschossen. Nehmen Sie mir ein anderer in Österreich, wie viele Menschen aus anderen Kulturen in Österreich so gestorben sind wie Menschen afrikanischer Herkunft. Seit dem Tod von Omofuma, wir kennen die Toten, es gibt auch sehr viele, die wir nicht kennen. In welcher anderen kulturellen Zugehörigkeit sterben so viele Menschen und vor allem noch in Polizeigewahrsam? Und das soll doch zum Nachdenken bringen. Ich habe schon am Anfang der Veranstaltung gesagt, ich habe ein Problem mit dem Thema, weil ich ehrlich gesagt nicht aufgepasst habe und es ist zu konkret und ich kann darüber nicht sprechen und ich kann auch nicht hier sitzen, wenn Sie solche Wertungen abgeben. Ich darf das nicht. Es tut mir leid, ich habe eine persönliche Ansicht zu diesem Fall, die ich nicht bekannt geben kann und werde und ich darf über das laufende Verfahren kein Wort sagen. In einem konkreten Fall, ich will da keinen Namen nennen, Beweise auf Filmmaterial, wo offensichtlich etwas falsch gelaufen ist und trotzdem hat man das Gefühl, dass von Anfang an manche Kräfte, seien sie politisch oder aus der Exekutive oder sogar aus der Justiz, daran arbeiten, die Schuldigen, will ich mal sagen, zu beschützen. Man hat einfach dieses Gefühl. Nur sieht man eben, wie man mit uns umgeht. Man sieht anhand dieser Beispiele, seien sie von der Politik mit Frau Patrick-Kablé, die gewisse Aussagen macht, sei es von der Justiz, wo unser Gefühl von Sicherheit nicht gerecht wird, weil eben trotz Beweise solche Personen freikommen und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, viel öfter. Ja? Klar, es gibt auch Weiße und Österreicher, verstehe, das ist ja normal. Ja? Bei uns sind es halt ein paar mehr. Ja? Und uns stört das. Ja? Und natürlich, sie gehören zur Mehrheit. Sie sind nicht tagtäglich mit uns unterwegs, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir perlustriert werden, wenn wir kontrollieren, ich auch. Und nicht nur sanft mit Handschuhen und hey, wo kommst du her, wo gehst du hin, ja? Sondern schon deftig. Ja? Obwohl ich glaube gar nicht, dass ich so gefährlich aussehe. Aber okay, das ist eine andere Frage. Das ist genau der Punkt. Man macht uns zu gefährlichen Tieren. Ja, den man abknallen kann, den man töten kann und es passiert nichts. Eben über die Anklage als solche kann man schon diskutieren. Warum wurde nicht Mord angeklagt? Ja? Vorsätzlich handelt nach dem Strafgesetzbuch, wer die Verwirklichung einer Straftat ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet. Ja, das draufstehen, ja, hat der Richter offenbar in der Urteilsverkündung dann eh gefunden. Ja, eigentlich weiß man das, warum die anderen nicht, das ist inkonsistent, wie Sie sagen. Das weiß jeder Mensch, ja, dass da jemand sterben kann. Wer aber trotzdem draufstehen bleibt, hat juristisch gesehen bedingt den Vorsatz verwirklicht. Es hätte also Mord angeklagt werden müssen. Ja. Als Österreicher schäme ich mich zutiefst und wir sollten uns mal vorstellen, da zu liegen und dann stehen Menschen auf uns, weil wir schwarz sind
ich glaube, wir sollten etwas still sein, um auch aus der Stille die Kraft zu haben, für die Freiheit immer weiter zu kämpfen. God is a living man. You can fool some people.